Gut 600 Fans an der Anlage des TSV Handorf waren wohl in erster Linie gekommen, um sie zu sehen. Das Team vom Drittligist SC Preußen Münster. Klare Erwartung? Ein hoher Sieg der Preußen? Alles andere wäre dann doch eine große Überraschung. Und es sollte auch eine klare Sache werden. Schon nach wenigen Minuten eröffnet Abwehrspieler Robin Neupert den Torreigen. Neupert im zweiten Versuch mit dem Kopf erfolgt. Dass das Profiteam bei Standardsituationen haushoch überlegen ist, keine Überraschung. Aber sehen Sie sich mal an, wie Neupert im ersten Versuch hochsteigt. Frühes 1-0 der Preußen und dabei sollte es in den ersten Spielminuten nicht bleiben. Schon eine Zeigerminute später konnte sich ein Neuzugang beweisen. Taylors Schuss von TSV-Keeper Julian Jung noch abgewehrt, doch Jorge Krone vollendet gekonnt und reiht sich damit zum ersten Mal in die Torschützenliste der Adlerträger ein. Das sei vorweggenommen, es sollte nicht der einzige Treffer des Stürmers bleiben. Nach einer herrlichen Kombination über Jens Truppenbrot und Dennis Grote köpfte aber nur wenige Minuten später erstmal seinen Sturmkollege ein. Matthew Taylor, eben noch Vorbereiter, jetzt Vollstrecker zum 3:0. Es sollte der Tag der Offensivreihe werden. Nun wieder Krone, der sich in die Torjägerliste einträgt. Die 4-0-Führung durch ihn absolut verdient, bevor es in die Halbzeit ging. Aber ich hatte umgebettet, dass er nach einem macht, ne? Scheiße. Kacke. Im zweiten Durchgang dann die Überraschung. Eine ganz unübersichtliche Situation. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß zugunsten der Handorfer. Für Neuzugang Wilmes zwischen den Pfosten eine erste Bewährungsprobe. Doch TSV-Kapitän Tobias Jürgen ließ es sich nicht nehmen, wenigstens einen Ehrentreffer zu erzielen und traf in die Tormitte zum 1:4 aus Handorfer Sicht. Der Treffer für die Amateure zumindest ein Teilerfolg. Doch die Ligaunterschiede rückten das Torverhältnis schnell wieder zurecht. Nach 75 Minuten traf Taylor nach wunderschöner akrobatischer Vorarbeit. Ein echtes Kabinettstückchen und erhöhte auf 5:1. Taylor wirkte insgesamt spritzig und agil. Kompromisslos und gewohnt abschlussstark präsentierte sich der Stürmer dann nochmal beim 6:1. Den Schlusspunkt 2 Minuten vor Ende setzte nochmal Jorge Krone. Der Niederländer bewies gegen Handorf seine Ruhe vor dem Tor und spielte sich mit sage und schreibe 3 Treffern neben Taylor zum Mann des Tages. Zwar ging es nur gegen einen Bezirksliga-Aufsteiger, doch alles in allem war es ein grandioser Einstand. Ja, hat sicherlich Spaß gemacht, hat man glaube ich auch gesehen. Einmal das die erste Halbzeit, zweite Halbzeit zum Ende war ein bisschen die Luft raus, aber ja, hat Spaß gemacht. Meine Hauptsache ist, dass ich erstmal viele Spielminuten bekomme und wenn ich auf dem Platz sehe, versuche ich natürlich jeden Spiel zu treffen.